Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir den Behemoth kalt gemacht und haben einen Chocobo gerettet für, nee, nicht für Sam, für irgendeinen anderen Typen, so einen random Typen. Und ja, wir sind jetzt, ich nehme an, weiß nicht, bin ein bisschen planlos gerade, aber ich nehme an, wir werden noch ein paar Chocobos hier suchen und andere Sachen machen. So Nebenquest-mäßig, also ja. Wird improvisiert gerade. Mal schauen, wir sind jetzt hier in dieser Seitengasse, da sind Gegner. Bird. Bonk. Setz mal deine Dings ein, deine. Pff. Okay, so viel dazu. Ich habe jetzt echt den Namen vergessen. Abrissbirne, mein Gott. Ich wusste, wie er auf Englisch heißt, Wrecking Ball. Aber ich habe den Namen auf Deutsch. So, ich kann manchmal beide. Ich bin jetzt dagegen. So, aber bitte nicht sterben. Ebene Erde, sie da was machen, einfach einsetzen. So, ich hoffe, der kann die Takao einsetzen, wenn er eine Fernkampfwaffe einsetzt. Ne? Komm mal, wir sind noch ein bisschen im Eimer, sehe ich gerade. Da wäre ein bisschen doof. Warum kam denn da jetzt keine Animation? Spiel, warum kann er jetzt keine? Boah, ich hasse das so, wenn, weiß nicht, als Player irgendwie mir das Spiel so anreden. Ich habe doch diesen Knopf gedrückt. Spiel. Spiel, warum machst du gerade so einen Mist? Oh, ich kann das so weit von nicht leiden. So, alles klar. Sie sollen euch kommen. Bonk, werf ich nicht. Oh mein Gott. Gerade blieb's auf mich. Wieder Gegner. So. Bebende Erde, boom, Alter. Boom. Oh, Bert hat seinen Spaß, ey. Schrittzähler ist zu FP Boost geworden. Oh. Cool. FP Boost. Das war nicht da. Erhöht die Menge an FP, die verbunden. Oh. Also Schrittzähler ist jetzt ganz weg und ist jetzt dadurch. Ja. Ich habe immer noch kein Feindeskönnen gelernt. Er ist auch voll kacke. Also wenn ich das jetzt hier mit Heim verbinde, dann bekommt das mehr Erfahrungspunkte. Ne? Da kann man ja mal machen. Ne? Aber nur mit verbundener Materie. Das ist ein bisschen doof. Ja. Ich habe gedacht, jetzt alle meine Materie der ganzen Gruppe und jetzt mehr bekommen oder so, ne, bin ich überhaupt richtig? Jo. Oh, hi. War das ein Barrett? Kampfrolle. Oh mein Gott. Was ist das für ein Zustand, ey? Warum kann ja jeder Gegner? So, ich hole ja erstmal eine. Ich hole erstmal eine Rauch. Ja, ich habe auch gedacht. Was? Was war jetzt gerade? Ich habe nur gehört Sieg, Sieg. Ah, mein Trommelfell. Ja. Das ist so ein Ding. So, ich habe gesehen, wir sind aufgelevelt. Aber niemand hat so vernünftig Punkte, ne? Das sieht ein bisschen aus wie der Ragnel von Ike hier. Das Fire Emblem Radiant Dawn. Jetzt so, wo ich darüber nachdenke, hat auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein breites Ende irgendwie. So eine breite Spitze, was weiß ich, wie man das nennt. Ja, Spitze, ne? Spitze. So, dich hau ich erstmal in die Luft. So, funktioniert das nicht. Oh, sehr gut. Guck mal, das wieder wegrüsten. Bebende Erde. Doch, Mann. So, ich lade erstmal meine Abrissbirne nach. Und dann charge ich in den rein. Warum kriegen wir schon wieder so viel Schaden? Bonk. Was? Alter. Alter. Ist hier schon wieder los. Ah, oh, du bist verstummt, ehrlich.
ist das schon wieder passiert, ey? Oh Gott. Das hat sich gezogen. Selbstzerstörung. Also die Fertigkeit Selbstzerstörung erlernt, geil. Mein Gott, ey. Stimmt, das ist eine feines Können Fähigkeit. Ja, diese, das ist aber eine blöde feines Fähigkeit, weil dann gehst du selber drauf wahrscheinlich, ne? Ja, das ist immer so eine Blaumagie. Final Fantasy spielen, eine dümmste Blaumagie überhaupt. Aber in jedem Spiel, wo es Blaumagie gibt, kann man das lernen. Schlimmsten ist halt im Final Fantasy 10, wo Kimari irgendwie selbst eine Kamikaze ist, hat glaube ich, erlernen kann. Und dann rennt er einfach mal auf den Gegner hin und explodiert. Und dann kannst du ihn noch nicht mal wiederbeleben oder so. Der ist dann weg vom Kampf. Das ist voll kacke. Da hast du nur zwei Charaktere im, in der Party. Was will ich denn jetzt gerade machen? Ach ja, Feindes können. Das wird noch nicht mal angezeigt. Das haben sie ein bisschen doof gemacht. Ich würde gerne wissen, was ich für Sachen hier gelernt habe. Aber hey, wir haben wenigstens ein feines Können gelernt. Aber das ist nicht annähernd so toll wie im ersten Teil. Du hast nicht, weil nicht so 20 Sterne oder so. Und jetzt mal, wenn du einen gelernt hast, dann ist einer von denen irgendwie aufgeploppt und du hast gesehen, welche Fähigkeit du gelernt hast. Aber hier wird das gar nicht angezeigt, ey. Außer vielleicht im Kampf, ne? Ja. Irgendwie schön blöd, wenn das im Kampf auch nicht angezeigt wird. So, ja, warte mal, boom. Die werden ja, die nehmen extra hier sogar noch einen Platz ein. Ich dachte, jetzt könnt sie auf Feindes können drücken. Ah, das ist ein bisschen blöd. Das fällt mir nicht. Mir gefällt es nicht, wie die meine Lieblingsmagie hier behandeln in diesem Spiel. Bonk. Du sagst es, Barrett. Genau so wollte ich halt auch sagen. So. Aber vier Dinger, ey. Ich will die Abrissbären rausnehmen, aber das sind vier Dinger, die ich lernen kann. Mir guckt sich da dann an. Da gewittert er schon gleich wieder gelevelt. Zerstörung. Warum dauert denn das so lange? Komme ich echt so wenig? ATB Boost, Chakra. Ich meine, er kann so viele Sachen lernen. Ich merke, das hat Maximum. 6 ist das Maximum. So wie es ausschaut. Weiß gar nicht, ich glaube 8 war ja, glaube ich, Maximum im Original, ne? Auf jeden Fall eine gerade Zahl, weil kannst du mal zwei Sachen verketten. Zack, zack, oh, Schlag ist tot, okay. Richtig abklaut. Hey, das sieht neu aus. Das war vorher noch nicht hier. Nein. Ah, Mann. Aber ich nehme an, ich muss noch einen Auftrag erledigen, dann kriege ich irgendwann einen Schlüssel, ne? Dann kann ich da rein. So wird das ablaufen und nicht anders. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg zur Kirche, ne? Und dann mal noch, warte mal, Seitengasse und Seitengasse, Kirche und ich habe schon wieder vergessen, weg. Auch irgendein Ort, den ich kannte. Kann also Sam zurückgehen und den fragen. Alter. So, wo genau sind wir jetzt? Kirche da, wo ist die Kirche? Ja, super. So, da ist verschwundenen Kinder. Wo ist die Kirche? War doch gar nicht so weit. Informationsgewinnung. Oder schon der Walmart. Wo bin ich denn dann? Irgendwo, nee, ich glaube, da muss irgendwie anders noch mal eine andere Kreuzung irgendwie rausgehen von diesem Gebiet hier. Aber ist doch egal, ich will da sowieso erstmal hier
von diesem einen Typen die Dings abholen, die Gegnermission, Belohnung dafür. Was ich immer noch hoffe, ist ein Schwert. So vom, wie sich das anhört, das Ding. Und ja, und zur Kirche gehen wir dann ein andermal, außer ich laufe ja gerade zufällig richtig. Nee. Können wir auch direkt zu Ewes hingehen, zu ihrem Haus, ne? Und da gibt es ja auch noch irgendwie was zu erledigen. Hi. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Kampfbericht abgeschlossen. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Oh, da war Materia. Okay, Nagashi. Okay, schade. Eine Fertigkeit, mit der einen Angriff abgewehrt und der Gegner im Anschluss unverzogen Angriff werden kann. Wird aktiviert, wenn während des Ausweichen mit Kreis. Mit Ausweichen kreist die R1 wird bei einem Gegner getroffen, weil er eine Menge an Schaden. Okay. Ja, ich dachte, da wäre jetzt so ein passiver Konter irgendwie sowas. Wäre viel geiler gewesen. Sieht hier aus, immer noch nichts, alles klar. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe einen Kampfbericht für eine neue Beschwörermateria erstellt. Besiege die Esper, um die Materia zu vervollständigen. Okay, wir haben 18 Minuten, warum nicht? Darüber muss ich erstmal schlafen. Aber du sitzt doch nur, ja. Yeah. Lass mir nicht schlafen. Der stets wachsame Cloud kann auch mit geöffneten Augen schlafen. So, hat jetzt wieder einen Kampfbericht erledigt, ja, ne? Sehr dankbar für deine Unterstützung. So. Mechanismen des Fertigkeitenerwerbs. Sag mir nicht, das war jetzt hier Fertigkeit. Ich denke, sie eine Fähigkeit gelernt habe vom Gegner. Wilder Trickster füllt die ATB-Leiste leicht auf, wenn ein Kampf mehrere Kommandos ausgeführt werden. Drei verschiedenen Kommandos. Ja, das ist jetzt nicht so schwierig. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Das war mir schon wieder aufgedrückt. So, das hier, neue Materia Leviathan, ja. Das brauche ich noch, das kommt noch. Dann nehme ich mal an, knöpfen wir uns Leviathan vorne. So, oh, gibt gar kein Wasser, ne? Gibt doch gar keine Wassermaterie hier in dem Spiel. Das heißt, ich kann mich nicht wirklich irgendwie gegen Leviathan hier schützen. So, ich nehme an, der ist anfällig gegen Gewitter, ne? Na, versuchen wir einfach. Schon klappen. Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir alle sterben. Cloud. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich so Leviathan. Was jetzt? Lege guck mal, portablen Kampfsimulator an. Bei dem deine Kollegen auch aus merkwürdigen Gründen auf einmal im Kampf dabei sind. Okay, komm, Leviathan. Mein Gott, du bist deutlich kleiner als im Final Fantasy 15. So, 35.000. Wirksam, Blitz, perfekt. Jetzt habe ich wenigstens. Ich glaube, Barrett hat das auch, weiß ich nicht. Sieht aber fast so aus wie Final Fantasy 15. Treffen jetzt noch, nein, das wäre gut. So, ich glaube, ich sollte das mal benutzen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich habe gesagt, für das eine magische Attacke. Dreck. Itra Cloud. Ich glaube, hier wäre auch mal Regina nicht schlecht, ne?
Du wolltest ja mal schön rüsten hier für den Kampf. Au. Ja. Da kann ich dich von da aus treffen. Au. Oh ja, beschwören. Da wie beschwör ich denn? Ne? Das wäre jetzt eine gute Frage. Was ich denn zur Auswahl überhaupt? Ifrit wäre ja nicht schlecht, ne? Ich habe ja keinen Blitz, ich habe ja keinen Ramu, gibt's da noch nicht. Das war ja normalerweise die erste Beschwörung im Spiel. Wenn ich mich nicht irre. Donnergott Ramu. Der alte Herr. So, was kann ich beschwören? Ifrit. Also Schokomoppel kostet zwei Dinger, deswegen nehme ich jetzt mal da stark an, dass das stärker deswegen ist. Ich schlitz dich auf und mach ein paar Schuhe aus dir. Oh Gott. So. So, was ich mal ausrüsten sollte. Diese alle Materia, die Eris hat. Wäre nicht schlecht, ne? Ja, ja, was geht? Das ist eure Mutter. Ah! Ich meine, wir bekommen Schaden, aber könnte sehr viel schlimmer sein, habe ich so das Gefühl. Was macht er da? Angst. Soll vielleicht mal den seine Schwäche einsetzen. Habe ich gerade Blitz reingesetzt. Jetzt kommt der mit seinen Limit angegriffen, das nicht mehr das sein soll. Au. Oh, Scheiße. Ja, ich glaube, wir sind tot. Ja, geil, ey. Ja, ja, das war's. Bitte setzt jetzt nicht sofort wieder diesen Wasserstrahl ein. Boah, der macht dann echt direkt wieder. Ja, ausgewichen, was machst du jetzt? Ich glaube, du bist kaputt, pass auf. Hat er ihn gerade verfehlt? Werde ich auf den Arm nehmen? Super. Mach mal so einen Angriff und wir sind weg, ne? Sag's nochmal. Oh mein Gott. Komm schon, ehrlich. Also das verstehe ich irgendwie nicht. Willst du denn mich wieder hier reinbalancieren in den Kampf, ey? Okay, wird vertagt. Ist mir ein bisschen zu nervig gerade. Machen wir Ares vielleicht und ihre Multiheilung. Sehr bedauerlich. Doch beim nächsten Mal wächst du sicher. Ich freue mich. Ja, du kannst mir auch mal. Okay, da wird noch vertagt. Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben nicht mal annähernd. Wir haben den nicht mal annähernd irgendwie Schaden gemacht. Deswegen lassen wir das mal. Ich komme wieder, wenn ich 20 Level höher bin. Ein paar von Cornelius Männern sind vorhin in Richtung von Eris Haus gegangen. Okay, dann gehe ich mal dahin. Da bestimmt nur die Turks, die uns ja fertig machen und irgendwie so was, ne? Genau, die sehen hart random aus. Die schaffe ich. Oh, was ist das da hinten? Ich sehe da hinten was ganz. Du bist doch der Sekte. Sie da hinten was ganz Böses. Das ist ein Tomberry. Meinst du? Wart's ab. Dein großes Maul werde ich dir schon noch stopfen. Los, Jungs, lass den Gartenzwerg von alleine. Wird gemacht. Ja. Darf ich vorstellen? Don Corneus Helferlein. Wenn der mit euch fertig ist, seid ihr Hackfleisch. Das Kopfgeld gibt schließlich auch, wenn ihr tot seid. Oh Gott, ich hab Angst. Immer fest auf die Fresse. Ja, einfach ab. Jetzt voll in die Fresse.
Was? Er hat voll in die Fresse. Oh Gott, stimmt voll überstark. 18.000, okay. Das geht noch, aber trotzdem. Tom Brady sind sehr gefährlich. Im Normalfall. Jetzt wird bestimmt so ein Angriff. Ja. Ja, verdammt, ehrlich. Okay, ich merke gerade, wir können, der ist auch voll langsam eigentlich. Wir greifen ihn aber auch nur an und gehen dann wieder zurück, ne? Weil er ja halt one-shotten kann, ne? Hört, geh weg. Hört, geh weg. Geh weg. Wenn ich doch jetzt eine Fernkampfwaffe hätte, ne? Ist irgendwo anfällig, ne? Biura. Oh, was? Oh mein Gott, ey. Kann ich irgendjemand wiederbeleben ausgerüstet? Jetzt hat Barrett, das ist bestimmt Barrett, ne? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen an Phoenix wieder gleich aufstocken. Ja, das ist ja schon mal kacke, ne? Wie du mir? Okay, ich hau den einfach so schnell wie möglich kaputt. Oder was machen kann. Das heißt, wäre ich unterwegs irgendwie an der Seitenlinie. Voll in die Fresse. Wie du mir. Was ist das? Fluch aller. Normalerweise, weiß ich nicht. Tom Marys haben normalerweise einen Angriff. Oh mein Gott. Tom Marys haben normalerweise so einen Angriff, mit dem sie Schaden machen. Die machen mehr Schaden, je mehr Gegner ein bestimmter Charakter erledigt hat. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt irgendwie 1000 Gegner mit Cloud irgendwie erledigt hätte, dann würde das sehr viel mehr Schaden machen. So, tiefer, also nicht. Reißra. Was? Weißt du, wie du mir, ne? Das bringt eigentlich nichts, mich hier. Bringt eigentlich nichts, mich hier hoch sein. Also. Oh, Piss, er. Okay, ich muss ein paar Phoenix-Fehler kaufen. Das ist lächerlich hier. Oh nein, der schüttelt seine. Warum kann ich die nicht angreifen? Ich glaube, der taucht jetzt gleich irgendwo auf. Pass auf. Was machen die Typen? Ja, was macht der jetzt gerade hier? Oh, was? Stopp! Nein! Der macht uns jetzt fertig! Nein! Nein, mach es nicht! Mach es nicht! Nein! Ah. Ich kann mit dich retten. Bisschen Spaß muss sein, oder? Alter! Musst du doch! Da wird ein harter Kampf hier. Ja, bitte mach das nicht nochmal! Alter, ey. Ich kann mir so viel Phoenix Kleiner kaufen. Oh, ich brauche eigentlich nicht so viel, ne? Oh Gott. Ich treffe den nicht. Nein, ich schon wieder. Oh. Ja, voll unfair. Ja, Bell, blockier seinen Part. Nein. Alter. Willkommen im Reich des Schmerzes. Man kann immer die Klappe halten. Kannst du stehen? Jetzt voll in die Fresse. Los, geh auf ihn drauf. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Wenigstens halten die. Da hast du Schiss. Wenigstens halten die computergesteuerten Charaktere sich hier fern, ne? Ein bisschen
Ja, voll nervig. So, wenn ich jetzt Barrett und eine Knarre hätte, ne? Wäre viel einfacher. So. Oh Gott. Na, oh, ich wusste es, ey. Das gibt's nicht. Das ist doch voll unfair. Jetzt voll in die Fresse. Dann kann ich den Kampf nochmal neu starten, ne? Mir ist das Ergebnis hier irgendwie ein bisschen zu doof. Ich mach's wieder gut. Nein, Mann. Willkommen im Reich des Schmerzes. Oh Gott. Lass mal ernsthaft, hör auf. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Na, ich bleib jetzt einfach ganz weit weg. Lass die. Jawohl, gut gemacht, Barrett. Aha. Voll drauf auf die Birne hauen lassen. Stopp, genug, wir geben auf. Pff. Wir werden keiner Seele etwas sagen. Versprochen. Lasst uns ziehen, bitte. Die Augenzeugenberichte haben sich als falsches Gerücht herausgestellt. Verstanden? Sollte mir zu Ohren kommen, dass hier wieder irgendjemand von eurer Sorte herumschleicht. Zerquetschen wir euch. Wird niemals wieder passieren. Wir schneiden euch die Köpfe ab mit Barretts riesiger Schere. Dann verprügel ich ihn. Dann reiße ich ihn ab. So im Original halt, ne? Alles klar, das war anstrengend. So viele Phönixfedern ja verballert. So. Krieg ich hier irgendwie vielleicht diese Medikamente noch irgendwo her? Warte mal, der Arzt hat doch gesagt. Das, warte mal, ich habe eine Idee. Ist bestimmt da oben, ne? Pass auf. Mal betten diese Heilkräuter hier, die wir brauchen von Aris, ne? So bestimmt da oben, da draußen hätte ja, wenigstens irgendwie ein Grund irgendwie rum zu sein, dieser Raum, also Raum Balkon. So, das wird echt immer noch am Schlafen. Okay, das stört mich so ein ganz kleines bisschen, weil wir haben den gerettet und wir sehen so oder so nichts von dem. Also, das ist doch voll dämlich. Wozu wurde der denn überhaupt gerettet, wenn wir sowieso nicht irgendwie mit dem interagieren können oder er von irgendwas von sich gibt oder so? Das ist doch voll dämlich. So, ich finde nichts. Weiß ich nicht. Ich frage noch mal dem Arzt. Man soll sich ja immer zu seinem Arzt wenden, ne? Außer die geben einen nicht wirklich irgendwie Tipps oder so. Spreche ich aus Erfahrung? Vielleicht. Halt, was ist das denn noch? So ein kleines. Ne. So, ich habe ja alles abgesucht. Ich finde nichts. Also hier vielleicht ist hier noch was. No. Gott. Alles klar. Dann frage ich jetzt noch mal den Arzt, wenn der mir jetzt nicht so klipp und klar sagt, wo ich noch was finde. Oh, ich habe vielleicht doch noch eine Idee in der Kirche. Dieses Blumenfeld könnte vielleicht sein, ne? Kann ich auch mal nachfragen. Warum ist die Karte jetzt weg? So, du. Ein paar meiner ja. Patienten meinten, dass in irgendeinem unterirdischen... Was mag es mit diesem unterirdischen Labor auf sich? Ich habe schon Medikamente aus Shinra-Herstellung, aber es reicht trotzdem. Solange ich die Zutaten habe, kann ich sie selbst mischen. Aris sagte mal, dass sie nicht nur in ihrem Garten Blumen züchtet. Ah ja, die Kirche, ne? Da soll ich auch irgendwo einen Schokobohler finden, ne? Warum ist denn jetzt die Karte weg? Ich bin aufgeschmissen ohne. So, wie sieht's denn aus? Wir haben zwei erledigt von 9. Und die Hälfte von denen haben wir noch gar nicht gefunden. Egal, werden wir schon finden, ne?
Ich habe so das Gefühl, ich weiß so ungefähr, wo die sein könnten. Die sind wahrscheinlich hinter diesem Versteck, ne? Aber um das kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir sind voll geil, cool. Wir machen hier einen Schnitt. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Final Fantasy 7 Nebenaufgaben in diesem Sektor. Und ja, ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das bald gefallen. Wenn ihr hinterlasst, bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.